Hallo und herzlich willkommen zur Folge 133 von Gothic 2 Escape. Ja, warum ich gerade hier so komisch vor mich hinleuchte, ist folgender Fakt. Ich habe es nämlich schon mal angelegt hier, den Kram. Machen wir doch jetzt mal einfach mal volle Pulle, der Gürtel des Todes. Wir folgen dir auf Schritt und Tritt, Sterblicher. Dann noch der Ring des Hungers. Du fühlst eine starke Beklemmung. Und der Ring der Pest. Die Macht der Artefakte hat dich vor dem Tod bewahrt, aber du bist, was auch immer, wahrscheinlich gerade sehr, sehr schwach. Krieg 500 EP und kann jetzt meine Waffen gerade nicht mehr tragen. Das ist sehr ungünstig, aber das kriegen wir bald hin. Erstmal hüpfe ich hier runter, weil das soll ich ja tun. Tatsache. Hey, du bist gesprungen. Ich dachte, ich wäre verloren. Ich kümmere mich immer um die Gläubigen. Okay. Was soll ich sonst noch tun? Du hast bereits gezeigt, dass du glaubst. Die Frage ist, ob du intelligent bist. Nimm dieses Pergament, lies es und komm erst zu mir, wenn das Rätsel gelöst ist. Okay, alles klar. Die Schriftrolle der Wahrheit. Sieh dir das Wasser und den Nebel an. Und siehst du auch den Turm? Geh hinein, öffne die Tür. Bring die alte Karte zu mir. Ich werde meinen Schatz an jemanden weitergeben. Er wird ihn meinem Gott geben. Hey, du! Okay. Hey, du! Ich kann auf jeden Fall Adonis nicht mehr voll quatschen. Ich soll ihm Bericht erstatten, wenn ich das Rätsel gelöst habe. Nun die Frage, was für ein Rätsel? Bring die alte Karte zu mir. Ich werde meinen Schatz an jemanden weitergeben. Er wird ihn meinem Gott geben. Also im Nebelturm ist irgendwas und das muss ich jetzt finden und dann Adanos bringen. Das wäre jetzt die einzige Schlussfolgerung. 8 Stärkepunkte zu wenig sogar. Okay. Das ist eine bittere Angelegenheit. Ich gehe jetzt erstmal. Ich glaube, ich gehe zu den Jägern. Da ist noch alles kompakt aufeinander von den Lehrern. Mach das Tor auf. Ich mache erstmal die Angelegenheit. Mit den anderen. Also mit dem. Wir haben 38 Lernpunkte, okay. Erstmal die Sache mit den Insektenspinnern. Ich gehe jetzt hier erstmal auf die exakt 8 Stärkepunkte, damit wir unsere Waffen wieder tragen dürfen. Das ansonsten bringt es wohl leider nichts. Also das Equipment jetzt bringt uns keinen Bonus, wir müssen es einfach nur tragen. Wir haben immer noch 22 Lernpunkte über. Das heißt, ich stehe jetzt eh schon beim Louis. Baller nochmal 5 Punkte in Geschick. Und dann ballern wir nochmal 5 in Einhandkampf. Einhandkampf war nur noch Kerolot. Für die anderen bin ich zu gut. Wäre auch witzig gewesen, hätte man Innos hier ins Haus der Magier reingeklatscht, aber das wäre ja viel zu nah hier an den ganzen anderen Personen. Die wären ja komplett eskaliert, wenn ihr Gott auf einmal vor ihnen stünde. Das wäre ja ein bisschen zu viel. So, ein Holzschild darf ich hier nehmen, nur die Banditen rasten aus, wenn man Sachen mobst. Habe ich weitere Informationen? Gibt's was? Nee, noch nicht. Bin noch dabei. Dann gib du mir nochmal 5% auf Einhand. Das ist ja nicht allzu teuer, also kann man es machen. Jetzt haben wir erstmal unsere ganzen Lernpunkte wieder rausgeheizt. Wir haben 0 Mana-Punkte von Grund auf, das ist ja stabil. So. Haben jetzt aber nochmal, also wir kommen auf 90% mit unserer richtigen Ausrüstung dann. Wir kommen auf über 100 Stärke, über 100 Geschick. Das sieht doch alles sehr, ich bin sehr zuversichtlich, so kann man es, glaube ich, mal zusammenfassen. Bin guter Dinge. So, ich trage jetzt die 4 Artefakte, die ich tragen soll. Und gleich muss ich die Heranzoomen-Spruchrolle nutzen. Aber ich schätze mal schon in der Nähe
des Tempels selbst. Die beiden Gurus sind ja mittlerweile auch verschwunden. Jetzt gucken wir mal, was hier drin abgeht. Wir kommen ja so nicht rein, da werden wir direkt sterben. Der Schrei hier macht's wieder vor. Zähmen braucht man nicht mehr. Heranzoomen. So. Einfach mal machen, ne? Finsternis. Jetzt muss ich nur noch dorthin gehen und denjenigen besiegen, der sich darin befindet. Hoffentlich werden mir das Amulett und die übrigen Artefakte im Kampf helfen. Oh, ich bin groß geworden. Kann das sein, dass ich größer? Ich bin irgendwie riesig. Was geht denn jetzt ab? Ein Dämonenlörtchen. Na, kleiner, was geht? Moment, was sind meine Werte? Okay, die sind nicht höher, alles klar. Du hast einen Namen? Kasmiden. Kann ich mit dir reden? Endlich treffen wir uns. Aha. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du brauchen würdest, um die Aufgaben für diese Sektenanhänger zu erledigen und zu mir zu gelangen. Ich hoffe, sterbliche Kreatur, dass deine Neugierde endlich befriedigt wurde. Du hast endlich das Ziel erreicht, das du dir selbst gesetzt hast. Du stehst hier vor mir mit der Absicht, ein Urteil über diejenigen zu fällen, die als Geister im Lager umherwandern und ewigen Schmerz und Leid empfinden. Warum hast du ihnen das angetan? Gibt es euch Dämonen nur, um Zerstörung und Tod zu sehen? Wenn du so denkst, bist du wirklich ein begrenztes Wesen, Mensch. Nicht jeder Dämon will die Welt zerstören. Nicht jeder Dämon ist eine hirnlose Tötungsmaschine. Wäre ich wie der Rest meiner Brüder, würdest du schon längst auf dem Boden liegen und deine Eingeweide einsammeln. Mein Meister, an den die Menschen hier glaubten, befahl mir, ihre Seelen für tausende von Jahren zum Leiden zu verdammen. Aber ich habe mich ihm widersetzt. Er ist schwach und hat seinen früheren Namen nicht verdient, da er von einem einfachen Sterblichen besiegt wurde. Seitdem halte ich die Menschen hier an der Grenze zwischen Tod und Leben, weil sie aufgrund ihrer Gotteslästerung nichts anderes verdienen. Ich verurteile die Sterblichen nicht dazu, ohne Grund zu leiden. Aber die Menschen hier haben es im Licht, indem sie andere Götter ablehnten und sich dem Irrglauben hingaben, ein Dämon könne ihnen den Weg in die Freiheit zeigen. Die meisten ihrer Brüder sind jetzt in der Welt unterwegs. Ihre Gesichter sind von Kapuzen bedeckt, unter denen rote Masken hervorlugen. Viele von ihnen sind gestorben und viele sind am Leben, obwohl ihr Meister endlich besiegt worden ist. Müssen sie leiden? Ja, sie sehen keinen Sinn mehr in ihrem Dasein, denn sie haben ihn verloren, als sie der Purpurnfinsternis erlagen. Man könnte also sagen, dass ich die Menschen hier vor dem Leid und dem jämmerlichen Schicksal bewahre, Marionetten zu sein. Und all diese Angriffe der Untoten? Diese Geißel, die sich im Minental ausbreitet, ist auch dein Werk? Du sagst, dass du die Menschen nicht gedankenlos zum Tod verurteilst, doch im Tal sterben viele durch die Klinge der untoten Diener. Ich habe keine Kontrolle über das, was die Untoten tun. Es ist das Ablenkungsmanöver meines Herrn, der trotz seiner Verbannung immer noch genug Macht hat, um in diese Welt einzugreifen. In seinen Eingeweiden brennt ein Verlangen nach Rache dafür, dass auch ich mich wie die Bewohner des Lagers hier seinem Willen widersetzt habe. All die Leichen, die in deiner Welt umherwandern, waren nur dazu da, dich hierher zu bringen, um mich zu töten. Ich bitte zum Vergnügen deswegen, der das größte Übel war. Glaubst du wirklich, dass ich nach einer so langen Zeit des Hierseins erst jetzt auf eine solche Idee kommen würde? Wenn ich dir das Leben zur Hölle machen wollte, hätte ich es schon längst getan. Ich bin hier neugierig darauf, was du tun wirst, Sterblicher. Oh je. Zusammen mit dir will ich die Götter vernichten? Sind das für, also ich würde gern beides mal probieren. Ich werde dir die Flügel und den Kopf abschlagen, den ich den Geistern geben werde. Und sie werden Frieden haben und den wahren Gott Innos erkennen. Du hast mich enttäuscht, du törichter Sterblicher. Ich habe dich so lange am Leben erhalten und du weißt es nicht zu schätzen. Du verwechselst die Seiten und glaubst an Götter, die schwach sind und mit sich selbst im Streit liegen. Wir sind die Herrscher über diese Welt. Menschen, Dämonen, Untote und Orks. Es liegt an uns zu entscheiden, wer lebt und wer nicht. Wen wir töten und wen wir am Leben lassen. Glaubst du wirklich, dass es Innos, Adanos oder Benia sind, die sich um dich kümmern?
Und deshalb willst du die Finsternis herbeiführen? Du hast keine Ahnung, was die Finsternis ist, dummer Mann. Die Finsternis ist eine Säuberung. Eine Neuordnung der Welt. Der Tod der Götter und eine bessere Welt. Eine Magie zufällig ist die Finsternis eine Zeit der Dunkelheit und dämonischer Macht. Ich werde es nicht zulassen. Jetzt kämpfen wir gegen den Dämon. Interessante, coole Gestaltung des Ganzen. Und natürlich hat der Kasmin keine Chance gegen uns. Der wurde kranknass gemacht. Und damit sind direkt schon zwei Quests erledigt worden. Nämlich Finsternis und die Plage der Finsternis, die damit jetzt im Prinzip schon erledigt wurde. Das war jetzt kein mächtiger Kampf, aber... ich möchte trotzdem gleich nochmal neu laden und mich mal anders entscheiden, um zu sehen, was dann genau passiert. Ob es auch im selben Kampf mündet oder ob man einen ganz anderen Zugang zum Rest des Spiels hat. Monsterschrumpfen, Schlaf, Licht, Erzklumpen, Schild des Verderbens ist leider auch nicht so Bombe. Das ist schon ein bisschen sonderbar, auch wie stark wir schon sind. Weil wir halt alles gründlich gemacht haben. Weil den Kasmi, den haben wir jetzt ja, also das war jetzt ja... Und der selbst war ja aber auch nur noch ein Diener des Schläfers. Ne? Also irgendwie hat der Schläfer schon hoch gepokert. Ich dachte irgendwie früher immer, der wäre einfach nur ein Diener Belias. Aber diese... ich nenne es mal Grundsatzdebatte, die der Kasmin da jetzt angefangen hatte, die finde ich tatsächlich sehr gut. Die erzählt sich auch gut. Ah, schweres magisches Zweihandschwert. Nochmal Erzklumpen und einen Haufen Scheiß. Sehr gut. Ne, also von wegen, was haben die Götter schon für eine Machtausübung auf uns? Denn andere Wesen sind ja die, die die Welt prägen und gestalten. Ne? Das sind nämlich die Untoten, die Dämonen, die Orks und die Menschen. Also jetzt mal grob gefasst kann man das so mal auf jeden Fall sagen. War ein sehr cooler Einfall, dass ein Dämon uns mit solchen Ideen bombardiert. Weil die Worte, mit denen muss sich der Held trotzdem irgendwie auseinandersetzen, ne? Ist klar. Das geht einem dann durch den Kopf. So, gehen wir nochmal als Riese hier rein. Endlich. So, ganz viel Geschwafel. Ganz viel Geschwafel. Ich glaube, ich stimme mit dir überein. Zusammen mit dir will ich die Götter vernichten. Du hast mich nicht enttäuscht, junger Sucher des Friedens. Du wirst bald feststellen, dass eine Welt ohne Götter wahrer und schöner ist. Doch dazu müssen wir unsere Seelen vereinen. Dämon, Mensch, Ork und Untoter. Ich habe hier einen Trank, in dem die drei Arten bereits vermischt sind. Es fehlt nur noch der menschliche Teil und deshalb warten wir hier auf dich. Trink es und wir werden bereit sein, gegen die Götter zu kämpfen. Aber denk daran, du musst es unbedingt wollen, sonst wird der Zauber nicht wirken. Was ist nur mit mir geschehen? Es ist nur eine vorübergehende Schwäche. Aber du wirst keine Zeit haben, dich zu erholen. Die Finsternis steht vor der Tür und ich werde diese Zeit nutzen, um ein neuer Gott zu werden. Was hat es mit dieser Finsternis auf sich? Die Finsternis ist eine Säuberung der Welt. Der Tod der Götter, den ich nutzen will, um eine neue Ordnung zu schaffen. Ich brauche dich nicht mehr. Du hast deine Seele aufgegeben. Stirb, kleiner Mensch. Okay. In diesem Fall ist das Endergebnis dasselbe, nur dass wir mit halbem Leben starten. Aber wir kriegen 5 Trefferpunkte insgesamt dazu. Nette Sache, aber ich lade es trotzdem neu. Ich bin jetzt tatsächlich mal so eitel
und so hochnäsig, dass ich mal davon ausgehe, dass diese 5 Lebenspunkte den Braten auch nicht mehr fett machen. Also haben wir noch eine Menge Erzklumpen. Ne? Ihr wisst ja, 3 Erzklumpen sind 3 Leben. Also haben wir hier nochmal 90 Leben. Das passt schon so. Sterben wir jetzt hier, wenn wir hier durchlaufen? Nö. Das tun wir nicht. Jetzt wird halt alles auch direkt beendet. Aber man hat irgendwie nichts mehr gesagt bekommen. Das finde ich ein bisschen doof. Ah, ich habe auch übrigens scheinbar nochmal Lernpunkte bekommen für den Erfolg mit den Alchemisten-Gedöns-Sachen. Und wie es scheint, haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Vielleicht mal mit Kerolot sprechen und auch mit Erak. Vielleicht gibt es noch ein paar Rufpunkte bei den Jägern. Das fände ich sehr, sehr cool. Mal sehen. Hey! Was? Das sind Orks? Orks, ja? Wirklich? Oh Junge, das mache ich. Also mit Kerolot geht es auf jeden Fall weiter. Die Tore sind sogar zu. Aber wir können ja jederzeit... Okay, pass auf. Also mit Kerolot können wir reden. Wir können mit Monastir reden. Wir können mit Innos und mit Adanos quatschen. Wobei mit Adanos noch nicht. Da müssen wir erst noch die Quest erledigen. Aber eventuell... Nee. Können wir mit Erak nicht reden. Das finde ich sehr, sehr schade. Weil ich würde liebend gerne dem sagen, dass wir die Plage erledigt haben und dann vielleicht noch 2 Rufpunkte bekommen. Aber scheinbar bleibt das Wunschdenken. Das heißt, wir erzählen Innos in der nächsten Folge, dass wir das erledigt haben. Mit den Sumpflager-Heinis und im Prinzip die Finsternis bezwungen haben. Vorerst. Wo sind denn Orks? Ich sehe keine Orks. Dann noch die Sache mit Adanos, vermutlich im Nebelturm erledigen. Und dann die Sache mit dem Portal in der Orkstadt angehen. Hier sind tatsächlich ein paar. Oh Junge, ihr wisst genau, worauf ich jetzt Lust habe. Ihr wisst es genau. Ich muss. Weil genau dafür habe ich die gesammelt. Genau für diesen Moment. Endlich. Endlich regnet's Feuer. Na Freunde, was geht? Und da kämpfen. Okay, da habe ich mich gerade ein bisschen überschätzt. Ich glaube, ich hätte einfach 2 Feuerregen direkt zünden sollen. Die Todeswellen will ich dafür nicht benutzen. Aber das mit dem Feuerregen, das gibt es eine Riesen-Gaudi. Theoretisch könnte man... Na, wobei, das ist Quatsch. Wir brauchen bis zum nächsten Level-Up 12.000 EP, sehe ich das richtig? Das ist ja gar nichts. So, Freunde. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Komisch, jetzt hacken die mich so schnell kaputt. Sehr, sehr komisch. Wieder blöd von mir. Ihr merkt, ich versuche gerade irgendwie ein Feuerregen zu sparen. Weil ich glaube, das können wir vergessen. Es kann auch gut sein, dass wir die gar nicht töten sollen, sondern das sollen vielleicht auch viel zu viele sein für eine Person. Aber da machen wir uns nichts vor, ne? Die machen wir nass.
Und wenn wir halt alle vier zünden. Jetzt wir direkt zwei hintereinander zünden. Direkt hängen bleiben. Verdammt, das hat schon wieder nicht funktioniert. Ich werde sie auf jeden Fall alle vier zünden. Dann müssen die tot sein. Dann haben wir die Todeswellen und die Eiswellen immer noch für schlechte Tage. Eine Eiswelle könnte hier vielleicht auch schon sehr wertvoll sein und genügen, aber nee, wir benutzen Feuerregen. Dafür haben wir sie gesammelt. Dafür werden sie benutzt. Und dann vielleicht schon fast ein Level-Up. Also 6, 7, 8.000 EP machen wir hier auf jeden Fall easy, ohne Probleme. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was hier abgeht. Bis dahin. Tschüss.